So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit der Tier-Challenge. Schrägstrich Seleukiden Tierliebhaber Dingsda Bumsda. So, sehr schön. Wir haben jetzt ein mega großes Problem in Form von einer knapp 2000 großen Armee gegen unsere Donnerarmee, die eigentlich fast tot ist. Ihr seht schon hier, es sieht sehr schlecht aus. Das Ding ist, ich habe hier zum Glück Pikiniere, aber er hat ultra viele Fernkämpfer, deswegen es wird interessant. Ich hoffe, dass wir unsere zweite Armee, Armee hier, die Donnerarmee, dass wir die ja aus dem Schussfeld halten können. Warte mal, wieso ist die als Verstärkung? Die ist doch in der Stadt drin. Nee, warte, wie war das? Ich glaube, die habe ich. Stimmt. Letztes Mal haben wir mit der, soweit ich mich erinnern kann, die gegnerische ägyptische Armee angegriffen. Und dann konnten wir nicht mehr rein. Stimmt, da war was. Ja. Okay. Ich stelle mich mal hier so auf. So, hier versuche ich mal das abzufangen und genau, so das werde ich machen und dann, Vorteil ist natürlich, dass hier alles Kavallerie und so weiter ist, die sind relativ schnell da. Also an sich werde ich zu 90% eigentlich nur die Elefanten benutzen und die Fernkämpfer und die Söldner natürlich. Also die Söldner kann ich eigentlich zu 100% benutzen, weil die sind nicht so wichtig. Die sind eigentlich kaum wichtig. So, das heißt, die da tue ich mal hier hin. Mal komplett weg hier. Ah, den kann ich benutzen. Den kann ich nicht benutzen. So, die ganze Meda-Kavallerie hier, die auch. Die kommt weg. Oh süß, das sind Elefanten. So, indischer Elefant. Die kommen hier hin. Und die kommen hier hin. Okay, also wichtig ist, dass die da. Unser General wird angegriffen. Sehr schön, sehr schön. Dass die da fast alles von der von dem Beschuss auf sich saugen und die Pikiniere schön da lassen. Sicher Streitwagen haben die auch. Streitwagen. So. Oh. Tja, die wollte ich ja raushalten und schickt sie halt zu der anderen Armee. Puh. Und die sind da auch gerade unpraktisch. Okay.
Okay. Oh, nee, jetzt fängt er wirklich an, die zu fokussieren. Das heißt, sehr viel Zeit haben wir nicht mehr. Das ist gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh. Elefanten, ihr kommt jetzt mal hier hin. Die sind durchgebrochen. Das hat mich nicht so erkannt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, okay, bitte wieder feuern. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ah, diese nervigen Brandgeschosse immer. So, wie sieht's hier aus? Bitte weg. Okay, das haben wir hier sicher. Dann hole ich die mal zurück. Eine unserer Einheiten ist in Raserei. Ja, die machen das schon die ganze Zeit. So, das ist, glaube ich, gerade ganz gut, dass ich die jetzt wegschicke. Weil die haben schon dahin geschaut. So, bitte schnell. Das war gerade ein bisschen lustig. So, die sind jetzt fertig, gut. So, Elefanten haben wir wieder den Tag gerettet. Sehr schön. Okay, die... Unsere Einheiten ist in Raserei geraten. Echt jetzt noch? Okay, jetzt nicht mehr. Gut, die müssen natürlich jetzt schauen, dass sie so viele töten wie möglich. So, sehr gut. Die Elefanten. So, gut. Und Vorsprung. Nein. Das ist gut. So. Sehr schön. Da kommen die Erfahrungen dazu. So. Ja.
Also es lief sehr gut. Also überrascht hat mich nur, dass er so schnell durchgebrochen ist. Aber ja, sehr schön nochmal befördert worden. Okay, und gleich können wir aufhören. So. So, das war's. Knapper Sieg. Ja, also 1200 aufgestellt und knapp 1600 getötet. Ja, der hat 560 getötet. So, ja. Ich glaube ganz ehrlich, dass ich in Jerusalem jetzt mal wirklich... Ja, okay, die habe ich verloren, aber die normalen habe ich alle behalten, das ist gut. Dass ich in Jerusalem, glaube ich, wirklich eine Kaserne aufbauen werde. Damit die Garnison mal verstärkt wird. Ist übrigens super interessant. Mission erteilt. Besiege folgende Armee. Hier drüben die. Das ist halt gerade sehr unpraktisch. Es ist übrigens super interessant. Also Rome Total War 2 und Rome Total War Remastered zu spielen. Also quasi zeitgleich. Weil dadurch bekommt man natürlich ja mit, wie krass unterschiedlich das ist. Also ich muss da natürlich bei Rome Remastered noch ja wirklich reinkommen, aber es macht halt wirklich Laune, muss man schon sagen. Es ist halt ein komplett anderes Erlebnis, vor allen Dingen, also ja, bei Remaster ist es ja so, dass die Einheiten nicht heilen, sondern die kannst du nur zusammenfügen. Oder vielleicht eher später kann man die heilen. Okay, ich glaube, wir machen jetzt mal was richtig... was richtig Offensives. Und zwar, wir stellen uns hier an, hin. Das heißt, er kann, wenn er will, mit beiden Armeen die eine angreifen. An sich wird es auf jeden Fall, also die Schwierigkeit hierbei sind die feindlichen Plänkler-Kavallerien, weil die sind sehr schnell und ja, machen auf jeden Fall auch Schaden. Sei 4, 6, 18, 11. Okay, also die östlichen Speerkämpfer sind Noobs, also das ist überhaupt kein Thema. So. Das ist übrigens richtig cool. Wir hatten gerade, glaube ich, minus 200 oder so. Und ich habe ja meine Agentin hier hochgeskillt, dass die Unterhaltskosten weiter gesenkt werden. Was halt auch extrem gut ist. So. Mit denen muss ich dann auch mal was machen, ne? Genau, die habe ich jetzt aber wegen denen. Der Lelly. Okay, Tyros. Die hat okay, die haben keine Garnisonsarmee. Die Flotte meldet sich. Legt euch ins Zeug, Männer. Ich schicke ihn einfach noch hier. Ja, das Problem ist, darf ich nicht, ne? Ich darf keine Flotte aufbauen. Weil das ja dann ja keine Tiere sind. ärgerlich. Okay, was mache ich mit denen? Ich will mal sehen, was da unten ist. Okay, da ist nichts. Das ist gut.
Das ist schon mal gut, dass ich Ägypten ein bisschen verdrängt habe hier. Irgendwann muss ich halt schauen, was mit Petra passiert. Weil dafür brauche ich ja auf jeden Fall Verstärkung. Wahrscheinlich am besten mit der 500. Weil die hat ein paar. Das sind noch die, Infanterieeinheiten von der ersten Armee. Das ist halt echt lustig. Aber naja. Solange sie überleben, ist es gut. Solange sie überleben, ist alles gut. Genau, das dachte ich mir. Und das Problem ist, der hat 3 Pikiniere. Aber das ist. Okay, das kämpfe ich, weil ich habe eine Garnisonsflotte. Das kämpfe ich, weil er. Er kommt mit ganz normalen Booten daher. Und dementsprechend sind sie sehr leicht zu besiegen. Okay. Tja. Gut. Ich muss nur schauen, dass ich schnell genug hier hinkomme. Das ist die Hauptsache. Das Problem ist, dass die Pikniere hier hinten sind. Die werden safe. Die werden safe frühzeitig anlanden. Die da werden wir wahrscheinlich aufhalten können. Das sind ganz normale Kriegselefanten, keine gepanzerten. Okay, du gehst dahin. Ich will versuchen, die Pikiniere zu bekommen. Zumindest 2. Das wäre schon was Gutes. Einer ist schon tot. 2 sind schon tot. Schnell, schnell, schnell. Okay, du kannst den jetzt. Unser General wird angegriffen. Legt euch ins Zeug. Scheiße. Entschuldigung. Das ist jetzt schlecht, dass die den nicht geschafft haben. Sehr gut. Was ist gerade eigentlich mit der Musik los? Die stockt gerade ein bisschen krass. Nein. Nein. Oh. Yes. Der ist gebuggt. Ah, jetzt geht's wieder, aber ja, zu spät. Ja, das ist echt ärgerlich, wenn die Schiffe anfangen zu backen. Ja, den kann man nicht mehr schaffen, aber den kann man noch schaffen. So, gut, das haben wir geschafft. Geschafft. Es ist die Frage, ob er hier rumgeht oder zur welche Seite er nimmt.
Ärgerlich. Ah, okay, also zwei Pikiniere haben wir so oder so geschafft. Das ist ganz gut. Okay, er geht den Weg. Das ist auch ganz nice. Das ist sogar besser. Die müssen noch ein bisschen warten. So. Jetzt können sie landen. Warte, Mob. Du gehst mal außen rum. Speerträger, Speerträger. Okay, Speerträger, da müssen wir aufpassen. Na, der hat schon wieder. Jetzt checkt das, okay. Aber ich checke gerade echt nicht, was mit der Musik ist. Warum die so krass leckt. Ah. Wow, ihr habt's geschafft. Schlecht. Die Männer wanken. Das ist schlecht. Ja, die Speerträger sind extrem gut. Ja, ich muss jetzt angreifen. Der hat sich hier genau richtig verhalten. Und zwar einfach mit den Speerkämpfern angreifen. Das reicht schon. Ja, gut, das kann ich nicht mehr gewinnen. Der hat's richtig, richtig gut gemacht. Er hat's richtig gut gemacht. Schade. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, kommt schon, kommt schon. Feuer frei, bitte. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein okay. Schändlicher Anblick. Greift ihre Position, Steuerer! Feuert auf den Feind! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
Ja, okay, vielleicht schaffe ich es doch noch, je nachdem, wie viel Munition ich noch habe, aber ich habe kaum noch Munition. Schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, okay. Jetzt ist es vorbei. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Jetzt Munition ist es verbraucht. Vorbei. Aber den einen bekomme ich noch. Sehr schön. So. Gut, sie sind frisch. Begrenzte Geschwindigkeit, ja. So, mal schauen, was ich gegen die machen kann. Es ist jetzt halt wirklich an einer Pikinier-Einheit hängt, die ich eigentlich ja, versenkt hätte ohne den Bug. Na gut, mal schauen. Wir verlieren Boden. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. So ärgerlich. Dieses, ja. Also an sich so Bugs nerven ja schon. Aber wenn es dann an sowas liegt, dass man dann verliert. Ja, also wenn ich Haushoch verloren hätte, dann pff, kein Problem. Ist halt so. Aber jetzt ist es halt so, noch widerlicher. Naja. Gut, das war eine... Oh Mann, ernsthaft? Die machen gerade im Nachbargarten irgend so ein Steinzeug, Steinsägen und so. Naja gut, dann ja, das machen wir das nächste Mal. Ich bin mal gespannt, ob wir das gewinnen. Ich hoffe, das müssen wir eigentlich gewinnen. Gut, dann ja, viel Spaß beim Weiterschauen vielleicht und bis nächstes Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.